Moin. Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Diesmal mit dicken Jacken. Es ist nämlich ein bisschen frisch geworden. Ja, hätten wir beide nicht mit gerechnet. Ne? Nee, nach den letzten Tagen überhaupt nicht. Aber so ist das auch mal schön. Vor allen Dingen für Jackie freut mich das sehr. Ja, mich auch. So muss der Mann nicht hecheln. Ja. Diesmal wollen wir euch gerne mitnehmen von Freiler Richtung Tabernas, Richtung Spanische Wüste. Da es so viele Wünsche gab, von wegen mehr Naturaufnahmen und mehr Landschaftsaufnahmen, diese Leute, die werden in diesem Video auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Ja, aber dafür gibt es auch eine Menge zu sehen. Ja, definitiv. Viel Spaß. Viel Spaß. Und wir sehen uns später. Bis später. Jetzt einen Stellplatz.
Bergen, die ihr da im Hintergrund sehen könnt. Und sind gespannt. Also unser Plan war ja, in die Berge da hinten zu fahren bei Aldeia. Allerdings ist es ein bisschen zu eng gewesen, durch die Stadt durchzufahren. Da kam dann auch direkt ein Anwohner und hat uns darauf hingewiesen, da mussten wir mal wieder wenden. Aber der Anwohner, der war so freundlich und hat Alex eingewiesen, sodass man dann auch ohne Probleme wenden konnte. Hat dann gesagt, wir könnten dann umdrehen und eine Straße links rumnehmen, um den Ort zu umfahren. Allerdings sind wir jetzt diesen Weg gefahren und hier ist die Straße halt sehr mit Schlaglöchern besät und der LKW schaukelt ziemlich. Dabei ist die Straße dann auch noch ziemlich eng. Jetzt stehen wir hier an einer Kreuzung, die zeige ich gleich eben kurz und kommen hier, so wie es aussieht, wohl nicht weiter, weil es mal wieder keine Wendemöglichkeit gibt. Jetzt müssen wir gleich rückwärts fahren und mal gucken, wie lange wir diesmal brauchen. Bock haben wir alle drei nicht mehr so viel, weil es wieder ziemlich warm ist. Aber meistens lohnt es sich ja, solche Fahrten auf sich zu nehmen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis gleich. Das hier ist die besagte Kreuzung und da ist Alex, der hier gerade eben die Lage gecheckt hat. Jackie checkt auch eben die Lage, ob Alex wiederkommt. Nee. Es wird da unten nicht besser. Also gehen wir um. Unsere Übung, rückwärts fahren, die beliebteste Übung überhaupt. Umdrehen ist hier nicht. Also fahren wir zurück. Dörfchen in Alkife. Das ist auch in der Nähe von Guadix. Wir haben gedacht, wir können uns da vielleicht hinstellen und so eine Übernachtung in einer Geisterstadt mehr oder weniger verbringen. Aber leider ist da alles videoüberwacht. Deswegen geht jetzt unsere Stellplatzsuche weiter. Alex, möchtest du noch was sagen? Nein, ich hoffe, dass wir gleich mal ankommen. So langsam reicht's für heute. Ja, ist auch schon wieder 16 Uhr, ne? Ja. Kommt halt immer anders, als man denkt. Und hier ist wieder enger, als man denkt. Scheiße. Also alle, die mit ihrem Expeditionsmobil nach Spanien fahren möchten, muss man stets damit rechnen, dass man in kleinere Ortschaften und Dörfchen nicht unbedingt mit so einem LKW durchkommt. Übt schon mal rückwärts fahren. Aber das klappt von Mal zu Mal besser. Siehst du?
Herzlich willkommen bei Alex Bastelt. Was machst du heute? Ich habe Langeweile und dann habe ich beschlossen, unseren Router zu zerlegen, um zu gucken, was da drin ist. Weil du Langeweile hattest und aus Langeweile die SIM-Karte in den Router geschmissen hast. Ich habe die nicht da reingeschmissen, die ist da reingefallen. Und zwar haben wir ein Problem mit der spanischen SIM-Karte. Nicht mit der SIM-Karte selber, sondern mit der Aufladung. Und ich habe jetzt bei zwei verschiedenen Anbietern versucht, die Karte aufzuladen. Dadurch, dass man aber das Guthaben der Karte nur prüfen kann mit einer SMS, musste ich diese Karte in mein Handy reintun. Da ich ab und zu mal aber arbeiten muss, musste ich das Handy wieder reaktivieren, also sprich wieder die Telekom-Karte da reintun. Und die von MassMobil wollte ich wieder in den Router stecken. Und dann ist die einfach verschwunden. So war es aber auch. Ja, das Witzige ist, die ist hier gar nicht drin. Die ist bestimmt ins Wäschefach gefallen, so wie ich es gesagt habe. Jackie, gib mir die Schraube wieder. Aber Männer wollen ja nie auf ihre Frauen hören. Nein, die ist nicht im Wäschefach, ich sehe sie. Da greife ich jetzt nicht mit Metall rein. Nein, das macht man nicht. Warum nicht? Weil Metall leitet. Richtig, aber das Ding ist ja vom Strom. Was soll der denn leiten? Auf der Platine ist doch trotzdem Strom. Kann durchaus durch einen Kondensator dazu kommen, richtig. Deswegen sind wir schlau und nehmen Plastik. Ja. Komm raus da. Sie ist nicht im Wäschefach, da ist sie. Da. Tada. Willkommen zurück, SIM-Karte. Weil es so schön war, bauen wir das Ding jetzt wieder zusammen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Was lustig wäre, wenn du das jetzt machst und die dann nochmal reinschmeißt. Was selbstverständlich nicht passieren wird. Weil die jetzt reinkommt. Im ausgebauten Zustand kann das nicht passieren. Jack, gib mir die Schraube wieder. Gelungen. Patient tot. Nein, alles ist gut. Dies ist keine Schleichwerbung für Teltonika. Nicht, dass noch jemand denkt, dass wir hier Langeweile haben, weil Alex jetzt Lust hat, baut er das Regal raus, um den Router wieder einzubauen. So. Schön. Macht dir das Spaß? Nein. Vielleicht wollen die Leute ja mal sehen, wo wir unseren Router versteckt haben. Da, da. Ja. Da gibt's ein Video zu. Ich bin zu dick. Komisch. Das eine Stelle Haare an deinem Kopf, die wächst schneller als die anderen Stellen. Nein. Cool. Nein. Mhm. Aber schön, dass du das auch entdeckt hast. Hast du das auch schon gesehen? Filmst du das? Ja. Meine Frisur sitzt. Mhm. Halb was nimmst du auch? Ja. Wieso halb? Nicht mal 3 Tage Bart. Morgen. Guten Morgen. Wir haben zwar nicht oft einen Plan, aber dieses Mal schon. Und zwar geht es jetzt von hier, von diesem Stellplatz, der liegt übrigens in der Ortschaft Abla. Unser LKW steht da, ich habe mir den Namen gemerkt. Ist auch ganz kurz. Ja. Und einfach. Wir haben jetzt 2 Nächte hier verbracht.
Der Stellplatz an sich ist top, die Ortschaft nicht. Naja, der Nebenort, wo der Stellplatz ist, der ist schon schön. Ja, also was hinter uns quasi ist. Aber die eigentliche Ortschaft, die ist auf der anderen Seite. Und da waren wir gestern einkaufen, das war nicht so berauschend. Also ist nicht unbedingt empfehlenswert. Wobei die Landschaft hier eigentlich recht schön ist. Ich kann das immer gar nicht verstehen, warum Leute dann so unzufrieden sein können. Aber ja, eben das Seine. Genau. Auf jeden Fall haben wir den Stellplatz angefahren, um Wasser zu tanken und die Abwassertanks leer zu bekommen. Und jetzt geht das los Richtung Spanische Wüste. Aber erst müssen wir noch einkaufen. Genau, dann müssen wir nochmal 5 Kilometer, glaube ich, in die andere Richtung. Ja. Und dann geht's Richtung Spanische Wüste. Wir nehmen euch selbstverständlich mit. Jawohl. Bis später. Bis später. Also wie es aussieht, sind wir für heute angekommen. In die Wüste ist es jetzt nicht direkt gegangen, aber... Ja. Wir haben wieder eine Alternative. Eine richtig geile Alternative mit einem richtig geilen Panorama. Wir stehen an einer Ruine. Hier liegen voll die geilen Steine. Kristalle, ja. Ja, jetzt überwintern wollte ich sagen, übernachten wir jetzt erstmal hier. Und, ich weiß aber nicht, ob ein oder zwei Meter, weil der Platz ist schon einfach. Das ist schon richtig cool. Ja, und dann gucken wir mal, dass wir von woanders in die Wüste kommen. Vielleicht haben wir ja auch ein Haus gefunden. Ja. Ich meine, glitzernde Steine liegen hier genug rum, dann mauern wir einfach alles mit auf. Ja. Was sind das geile Steine? Aber ich würde sagen, hier lässt es sich auf jeden Fall aushalten. Thank you.
Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Was wollen wir überhaupt sagen? Ja, du hattest einen Plan. Ja, muss man ab und zu mal machen, ne? Also wir sind jetzt in der Nähe von der Wüste von Tavernas. Ich glaube, das gehört schon zur Wüste. Und ja, das ist wirklich super beeindruckend, wie das hier ausschaut. Man kommt hier raus und man hat mal wieder das Gefühl, man steht im Bilderbuch. Alex, wie empfindest du das hier? Wie im Bilderbuch. Wie im Bilderbuch? Nein, das ist schon eine klasse Gegend. Also, ich kenne das so überhaupt nicht. Mit dem Sand und Lehm und Quarz und alles irgendwie gelb und sehr beeindruckend. Aber zum Fahren macht das, also das Fahren hier, das ist saugeil. Ja, und ich glaube, das wird noch besser, weil wir gestern einen Tipp gekriegt haben für eine Route durch die Wüste. Ja. Das gucken wir uns dann morgen oder übermorgen an, je nachdem, wie wir dann Lust haben, weiterzufahren. Und bis dahin erkunden wir hier erstmal die Gegend. Das ist nämlich eine super schöne Ruine, wo wir stehen, und da wollen wir dann gleich mal rein. Ja, moin. Moin. Wir haben von unserem Stellplatz, der jetzt, ich versuche das mal zu zeigen, hinter uns liegt, auf so einem kleinen Hügel, da steht der LKW drauf, haben wir auf der gegenüberliegenden Seite von diesem Tal, wo wir jetzt laufen, das sind überall Olivenbäume, noch eine Ruine entdeckt, und diese wollen wir gleich aufsuchen. Jetzt musst du, armer Mensch, wieder wandern. Das macht nichts. Jeder Gang macht schlank. Jackinski ist auch dabei. Jackie, komm mal her. Einmal Hallo sagen. Hier. Jack. Er sagt, er wird dafür nicht bezahlt, also hat er keine Lust zu. Ja, falls wir was Spannendes entdecken sollten, zeigen wir das natürlich auch in diesem Video. Bis dann. Bis dann. So, wir haben ungefähr die Hälfte geschafft. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da oben auf dem Berg, da ist unser Ziel. Und da hinten, da steht unser LKW. Der ist ziemlich klein von hier aus. Das ist zum Wandern auf jeden Fall einmalig schön. So viel kann man sagen. Jackie freut sich auch. Der ist nachher mal richtig kaputt. Der braucht das. So, wir sind fast am Ziel angekommen. Unser Atem ist fast normal. Also bei Maya ist er normal, bei mir ist er so bedingt normal, und bei Jack, komm mal her. Ich glaube, der will nur nach Hause. Das ist definitiv zu warm für ihn. Ja, aber wir sind fast da. Ist das nicht eine Hundehütte? Guck mal, da steht ein Sessel drin. So, ich habe gerade gehört, Chefsessel ist auch da. Also ist fast bezugsfertig soweit. Mit Zimmerpflanzen. Ja, das ist mal nett. Guten Tag. Was möchten Sie essen? Lamm. Heute gibt es Lamm. Ein schicker Sessel ist auch da. Jo, nett. Was das hier war, keine Ahnung. Aber ich vermute auch einen Ofen. Schau mal eben, ob da ein Schornstein irgendwie noch sichtbar ist. Ja, das ist ein Ofen, da kann man Hunde backen. Das Essen kommt aus dem Ofen.
Ja, keine Ahnung, was das war. Schon interessant, sowas zu sehen. Dieser Weg war nicht umsonst. Ja. Das war ein Ofen, da ist nämlich so eine Kuppel. Okay, das war ein Ofen. Ein Hotdog-Ofen. Mal eben von der anderen Seite gucken. Ja, da ist scheinbar irgendwie noch eine Stallung dabei gewesen. Ich gehe da mal hin. Was wünschen Sie? Eine Currywurst, Pommes, Maiwert gerne. Ja, das ist Mondstall gewesen. Aber man sieht es, oder ich sehe das jetzt bei meiner Größe nicht. Was es genau war. Hier ist es höher. Das sind voll die kleinen Türen. Also so wie es aussieht, ist es ein Ziegenstall. Meinst du? So wegen mir. Aber die hatten auf jeden Fall eine fette Aussicht hier. Das ist echt phänomenal. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen, was die Landschaftsaufnahmen angeht. Und es bleibt auf jeden Fall spannend, weil da, wo wir jetzt sind... Das seht ihr im nächsten Video. Ja, das wird schon geil. Versprochen. Wenn euch das Video gefallen hat, das Übliche... Lasst gerne einen Kommentar da, ein Däumchen nach oben und abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Jawohl. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.